Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es eigentlich um die neue GTA Online Eventwoche. Doch es gibt keine neue GTA Online Eventwoche. Keine Ahnung warum. Ich hatte erst vermutet, ob nächste Woche Donnerstag oder so eventuell das neue Update kommt. Ist jetzt nur so eine Vermutung. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr meint, dass nächste Woche Donnerstag das Update kommt. Also das große Sommer-Update wäre eigentlich echt ganz cool. Aber eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. Vielleicht kriegen wir nächste Woche Donnerstag auch einfach nur einen Trailer zum neuen Update. Das werden wir dann einfach mal sehen. Es ist noch die bestehende Eventwoche aus letzter Woche aktuell. Und zwar gab es da ja doppelte Auszahlungen für Fahrzeughandel-Mission, dann dreifache Belohnungen für den Gegnermodus. Das wird jetzt noch verlängert. So, und dann habe ich das jetzt erst gesehen. Also ihr kriegt wohl einen Bonus. Und zwar, wenn ihr in dieser Woche 5 oder mehrere Fahrzeuge bei den Fahrzeuglieferungsmissionen beschafft. Also ihr müsst die abholen und in eures Lager bringen. Dann kriegt ihr einen Bonus in Höhe von 250.000. Wenn ihr jetzt 10 oder noch mehr Fahrzeuge beschafft, kriegt ihr sogar einen Bonus von 500.000, also 500.000. Und das wird dann ausgezahlt zwischen dem 30. Juni. Ist eigentlich echt eine coole Aktion. Also ich würde vorschlagen, holt euch diese Woche noch unbedingt ein paar Fahrzeuge. Und dann könnt ihr die auch verkaufen und kassiert er ja auch nochmal doppelt ab. Und dann kriegt ihr halt den Bonus von 500.000, wenn ihr halt bis zu 10 Autos holt oder noch mehr. Finde ich eigentlich eine echt geile Aktion. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Und sonst, wenn ihr weitere Fragen zu der aktuellen GTA Online Eventwoche habt, dann guckt bei meinem letzten Video vorbei. Ich werde es euch auch verlinken. Da gibt es dann nochmal alle Rabatte und so. Das war es einfach nochmal ein Info-Video. Schreibt auch in die Kommentare, ob ihr meint, dass nächste Woche Donnerstag das neue GTA Online Update kommt. Das würde mich freuen. Und dann bin ich auch erstmal wieder raus. Wenn ihr keine weiteren Videos zu GTA Online verpassen wollt, dann abonniert unbedingt meinen Kanal, aktiviert die Glocke. Und jetzt bin ich auch wirklich raus. Ciao, Leute.